Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Volcanoids mit Ziggy. Ja, moin Leute, ich hoffe, ihr passt gut auf, hier kann man was lernen. Na, hofft man mal, dass wir nichts verhunzen. Sehen wir von der Nägel. So, wir haben letztes Mal aufgehört hier mit dem Automatisierungszeug, wo wir dann gesagt haben, das muss mehr gehen. Wir werden jetzt die Station, die haben wir dann eben zwei nachgebaut, hier. Die wollen wir auf Dauer automatisieren stellen. Und die einen da unten möchte ich immer im Vorbeigehen was craften können, schnell. Weil jetzt habe ich immer das Problem, wenn ich da was craften will, ist das alles mit dem auch mit den automatisierten Aufträgen voll. Hast, lange Rede, kurzer Sinn, ich möchte da oben im ersten Stock mehrere aufstellen von denen, die was dann das automatisieren. Hier überwachen wir dann die Bestände, was wir wo eventuell brauchen können. Aber so würde ich es gerne machen. Das, jetzt sind wir gerade unter Erde. Jetzt werden wir dann eh bald wieder auftauchen, aber jetzt gehen wir mal daher. Haben wir hier, machen wir mal die Luke rein. Die habe ich schon crafted vorher nebenbei. Die ist nicht teuer. Kein Problem. So, jetzt haben wir das mal. Dann wäre nämlich eine Leiter noch vom Vorteil, die ja hier reingeht. Geht die auf andere Seite auch? Nö, geht die auf eine. Ja, das Einzige, was ich da blöd finde ein bisschen, ist halt eben, dass die Leiter steht jetzt mitten im Raum. Die müsste irgendwie so einklappbar sein, das wäre cool. Nur einklappbar wäre schon cool, wenn es dann so da verschwindet oder so. Ja, das Problem ist, das tut's nicht. Das nehme ich jetzt geschwind mit, alles. Den nicht, den nehme ich mit. So. Ja, jetzt haben wir das einmal, jetzt können wir da rauf. Dann werden wir den da abreißen. Den auch. Genau. So, jetzt sind wir da herum. Ich weiß gar nicht, ob man da herum eine Tür durchbrechen bringen würde zu dem nächsten Raum rüber. Das weiß ich jetzt gar nicht, ob das geht. Das denke ich mal. Cool wär's. Ja. So, jetzt stellen wir mal die her. Pass auf, Leute, jetzt gehen wir das an. Jetzt gehen wir. Bevor wir dann die Quest weitermachen. Wir wollen hier nämlich. Du Scheißloch da. Da. So, wir haben hier 600 Muni, 1000 Muni. Pistolenmuni, ist das die richtige Munition? Pistolenturm. MP-Turm, was ist der da vorne? Okay, das sind das Pistolenturm-Ding und meine Schussding. Ja, wir werden das alles hier jetzt abbrechen. Wir werden das hier oben in Auftrag geben und der dürfen dann unendlich daran arbeiten, sozusagen. So. Aufwertungen werden wir nicht irgendwas speziell machen. Munition, so, da beginnen wir jetzt. Sigi, was brauchen wir? Wir brauchen panzerbrechende Munition. Falsch. Du musst das ja irgendwie sagen. Da haben wir 90, ne? 90 haben wir, reicht ja mal wahrscheinlich für einmal ausrennen. Dann nehmen wir meine Maschinengewehrmunition. Ja. Das sind 1000 vorrätig, ja, können wir machen. Kann man, muss man. Ja, die musst du auch haben, du. Maschinengewehrturm 900. Na, warte, die bringen wir wieder ab. Ich will das geordnet haben. Also, die Sniper. 120, 900, 1000. Das für einen Raketenwerfer haben wir noch nicht. Und dann würde ich, was können wir noch machen? Die da. Ja, die brauchen wir auch unbedingt. Ja, weil die sind zum Bohrer zerstören unerlässlich. So mit 9 Granaten. So, jetzt haben wir mal die Munition da alles durch. Die nicht, haben wir nicht drin. Die nehmen wir jetzt aber nicht. Die können wir dann eventuell noch machen. So, dann gehen wir zu dem hier rüber. Munition ist erledigt. Soweit? Ja. Komponenten. Ja. Das müssen wir dann nachher anpassen, ob wir die Raketen für Raketenwerfer auch brauchen. Das weiß ich nicht. Ja, dann sehen wir den. So, wir brauchen für Tester brauchen wir Eisenpatronenhülsen und Schwarzpulver. Eisenpatronenhülsen und Kristalle. Und Kristalle kann ich hier nicht machen. So. Und wenn wir die Eisenpatronenhülsen mal machen. Begrenzungsmodus 10. Auch 10. Naja, können wir auch 15 machen.
Ah, 20. Ja, wollte ich gerade sagen. Es ist ja nur, es ist ja nur einmal initial. Ich denke mal, so viel brauchst du nicht herstellen. Aber er stellt ja nur einmal jetzt alle her und dann ja. Baut er ja eh nur die nach, die wir verbrauchen. Also eigentlich nicht so schlimm. Und wenn sie alle sind, baut er neue. Genau, meine ich jetzt von daher egal. So. Das ist ja irgendwie genial. Jetzt, wir haben da einen Raketenwerfer, könnten wir sogar schon bauen. Dann mal los. Dann müssen wir aufsteigen. Auf ihr Hasen, nach oben. Ja. Versuch mal die Tür aufzubauen, aufzubringen, damit du durchlaufen kannst. Geht das? Warte mal. Türen können die Drillship-Wände eingepasst werden. Ich glaube aber nicht, dass das die. Warte mal. Da ist im Frachtraum. Ich habe da irgendwo so eine Tür gehabt. Ja, die hast du ja mal verkehrt gebaut. Genau. Ja. Muss das doch gehen, das wäre unnatürlich, wenn das nicht geht. Wirkt aber gerade nicht so. Ja, kann man da unten hin und her gehen, das ist ja wurscht, macht ja nichts. Naja, aber wäre einfacher gewesen. Genau, so. Was haben wir hier jetzt noch? Hab Forschung, hab Raffinerie, hab Fertigung, steht nämlich unten da, wenn ich so anschaue mit dem, wie das heißt. So. Das heißt, der bleibt jetzt im normalen Baumodus. Ja, wenn du selber was schnell brauchst, ja. Hm. Genau, wenn ich schnell was brauche. Ja. Das heißt, wir tauchen mal auf und versuchen das herzustellen. Ja. Unsere ganzen Quests sind sowieso auch an der Oberfläche. Ach, jedes Mal, wenn ich irgendwo auftauchen will, ist so ein Landschiff über mir. Jetzt kommen die geilen Sachen dazu, was hier, wo wir letztes Mal noch geredet haben davon, die Mining Drones. Ja, die lassen selber irgendwie die Mats daher zahlen. Ja, die müssen wir unbedingt haben. Und wir haben jetzt gleich herstellen dann. Schon wieder Patrouille an Gegner. Ja. Du brauchst doch Max, das ist doch gut. Die waren da gerade wohl, die sind nur weggerannt. Komisch. Mann, da haben sie keinen Bock. Nicht, ach da. Ja. Ja, da irgendwas von sich geben und dann tschüss mit ihm. Ja. Ich nehme nur das da gerade mit, weil das ist Eisen. Und mir ist. Irgendwas ist mal ausgegangen. Da waren jetzt gerade irgendwelche Sachen, waren jetzt gerade gelb. Irgendwas war gelb hinterlegt bei der Herstellung. Das heißt, von den Eisenpatronenhülsen. Ich glaube, da ist irgendwas ausgegangen, aber ich habe es jetzt nicht nachgeschaut. Was. Ja, musst du ja. Nimm mit, was du kriegen kannst. Dann ist so. Ja, wir sind ja dann halt in Void Train mit kleinem Inventar oder so. Ja. Ich mochte das ja nicht sagen. Da schießt ja.
Ich sehe, sind wir schon wieder beim Schiff. Haben, besitzen. Ja, wir werden da jetzt weiter craften, geschwind. Auch die Raffinerie automatisiert nach oben legen, nämlich. Ich wollte nur da schauen, weil da liegt Eisen rum. Und dann werden wir die Quests So. angehen. Ja. Eigentlich müssen wir ein Schiff angreifen. Nähere dich dem Ja. feindlichen Drillship. Wir haben wie lange 13 Stunden. Ja, wir haben noch Zeit. Ich muss bloß eben deine Taschen leer machen, glaube ich. Will ich mal ein bisschen heile machen und so. Der ist schon cool, der Turm da oben. Super, super. Naja, wir haben auf jeden Fall geschwind Taschen leeren, etc. Und eben Heile machen. Eben deine Weste. Das brauchen wir eh gleich. Ja. Ja, Patronen kannst du ruhig ein bisschen mitnehmen, weil du verlierst ja auch einiges, wenn du einmal zum Ziel kommst. Wir haben da ja einige mit jetzt. Also, da gehen wir jetzt gleich mal geschwind dahin. Ich finde da gerade habe ich in die Richtung geschaut, da war ja gerade noch ein Schiff. Das sind jetzt gerade aber weggefahren. Ich habe da gerade eben ein Schiff gesehen. Ja, du kannst ja nicht auftauchen. Ja, stimmt, ja. Schick dein Schiff in die Erde. Damit da nichts passiert. Ach so, brauche ich jetzt gar nicht. Schau mal da oben beim Missionsziel. Kein Drillship gefunden. Es wurde kein Drillship mit erforderlichen Modulen gefunden. Das heißt, so für wie das ein vorher hat das nämlich auf der Map geleuchtet, dass er so rumgeflogen, der Tooltip, und jetzt ist er nicht da. Ich denke mal ganz einfach, warum? Na, dann machen wir das andere weiter. Das ist ja wurscht. Gehen wir wieder das, was Ja, wir am liebsten natürlich. machen. Gehen wir craften. Immer doch. Oh, nähere dich dem feindlichen Drillship. Jetzt haben wir eins. Da vorne ist eins. Na, dann gehen wir das zuerst holen. Wir sind nämlich gerade voll hergerichtet für den Kampf. Wir Ja, haben Muni mit, wir haben, sind leer. genau. Angriffsmodus nennt sich das. Werden wir einmal jetzt mit unseren neuen Weapons mal reinhauen. Da steht er. Der Vogel der Nacht. Ja, man merkt, du wirst stärker und die werden noch stärker. Ja, die halten schon mal mehr aus. Ah. Ja, man muss ehrlich sagen, die Waffe ist fast schon schwach jetzt, oder? Du Die hast ja hat. fast überhaupt keinen Schaden genommen, ey. Ja, einen Schaden habe ich angekriegt, aber. Wirklich, aber die Was Waffe soll ist, glaube ich, schon schwach, was wir da haben jetzt. Weil, siehst du, wie oft ich auf die schießen muss, dass da überhaupt mal was passiert. Ja. Trau mich noch nicht auf den. Der Raketenturm da oben mag mich nicht, glaube ich. Ja, weil ja. Oh! Dann wollte ich ja. War's doch die richtige Bombe. Ich habe mir gedacht, die eine schießt mal gar hin.
Spitziger mit Raketenwerfer auch lustig. Ja. Ist jetzt irgendwann hin auch, oder? Ja, der fängt an zu quälen. Wie war das noch? Wenn er ganz hin ist, schaut er kaputt aus, aber irgendwie... Ah, das hatten wir letztes Mal doch auch, der war ja auch kaputt, aber da sah der trotzdem einigermaßen heil. Ja, genau, da hat man das nicht gesehen irgendwie, gell? Nee, da konnte man das nicht sehen. Das ist ja, wenn du dich dabei kommst, das ist ja schade. Wenn er keinen Schaden mehr nimmt, ist er kaputt. Du musst ja auch dringend jetzt in die Höhle rein, dann kehren mal die anderen Sporen aber kaputt machen. Ja. Ah, geh mal dich da rein, dann siehst du ja auch der Schaden. Jetzt ist er hin. Jetzt schaut er. Jetzt ist er hin, jo. Oh, er nimmt zwar noch immer Damage, er nimmt noch Schaden, aber ich glaube, das ist der Schaden aufs ganze Schiff. Hm. Also Schaden, damit das Schiff halt weiterhin Damage kriegt, ein bisschen. Ja, und auch denk dran, hau das nicht gleich zu klumpen, bevor das explodiert, weißt du? Damit du das noch ein bisschen looten kannst. Erstmal war das ein bisschen zu doll. Wofür brauche ich jetzt aber ordentlich Muni, ja? Naja, die Jahre ist Muni verschlingen. Ja, ich wollte schauen, wie schnell ich mit der den kaputt kriege, aber... Nee. Na, das ist vielleicht nicht die richtige Knarre für, ne? Jo. Ui. Die halt aber viel aus, die Kanone. Ja, denken wir. Wo ist denn da wer? Wo schießt? Achso, da. Da ist doch gar nicht der Ulebare rausgefahren, ne? Warte mal. Ah doch, da ist er. Gut, gut. Schießt die schnell zu. Spawner platt. Ja. Beide nur noch. Oh, der ist fast fertig. Auch platt. Jetzt sind wir. Weiß ich noch, dass er einer ist. Du hast jetzt zwei, ne? Was? Mal waren doch mal drei von den Spawn hier. Achso, ja, das Schiff ist recht klein. Das ist nicht so riesig. Es hat nur zwei Räume. Ich glaube, das war's so ziemlich. So, und dann oben an die Paneele. Alles mit mir. Kein Platz. Ich kann nicht. Die Munition für den Schrotflintenturm kann man schon mal weglassen. Den Schrank da auch, weil den kriegt man total leicht. Du kannst hier wiederkommen. Jetzt kann ich wiederkommen, ja. Gut, gut. In den Panzer noch kaputt machen. Das ging ja ratzfatz. Oh, wie viel Schuss haben wir noch? 8! Wir haben fast 40 Schuss von dem Ding, das schon rausgeht. Ja, ja. Ja, das ist ja... Es wäre vielleicht besser gewesen, du hättest das mit Granaten so werfen, dich dabei. Ah, ja, gut, dass du sagst, ich habe Granaten mit. Danke für den Hinweis. Ja, die brauchst du ja auf dem Panzer. Am besten von hinten, Max. Achso, ich habe nur einen gehabt. Ja, das geht auch. Boom, einen auch. Einen auch. Also die Handgranaten sind wirkungsvoll, eigentlich. Ich glaube, die sind ziemlich gleich, ehrlich gesagt, also vom Feeling her. Ja, die sind jetzt ziemlich ähnlich, aber das Problem ist, dass es das alles total looten kann, so alles, alles. Das ist nur zu viel, wohin looten. Ja, ja.
muss aus, ja, ich muss ausreiben gehen, das hilft nichts. Ja, aber in 3 Minuten kommt der Vulkan, gell? Ja, ein bisschen Angst muss auch dabei sein. Ja, ich sag, das Problem an der Sache ist nämlich, dass ich glaube, dass der Vulkan dieses kaputte Schiff ruiniert. Die tauchen nämlich auch ab, wenn der kommt. Und wenn ich den Bohrer von dem platt gemacht habe, dann ist nichts mehr. Nee, das kann natürlich sein, ja. Ah, du hast noch 3 Minuten. Ja, ich will wenigstens die Quest auch fertig kriegen. Ich brauche ein zerstörtes Raffineriemodul, brauche ich noch. Ja. Weil die kriege ich schon hin. Hoffentlich. So. Daher. So, alles rüber. So, jetzt wieder umgehen. Ah, das passt hier, oh ja. Das ist ehrlich. Das braucht eigentlich keiner. Ich könnte die wegschmeißen. Die, hallo, die nimmt eigentlich nämlich nur Platz weg, weil die werden eh nie kaputt, die Waffen. Also, die haben ja keine Haltbarkeit. Also wird meine Axt doch nie kaputt werden. Ist ja alles gut. Achso, ja. Knarre, die ist unverzichtbar. Das ist aber die, wo ich mir vorher gerade gedacht habe, ob ich sie mal weglasse. Nee, muss das nicht. Ja, aber die ist schon cooler, weil es ist eins. Ich habe jetzt einen Sniper, einen Schnellschuss und eine Pistole. Und einen Granatwerfer. Aber ich schleppe ja im Endeffekt 4 Waffen mit mir rum. Und ich glaube, wenn, dann könnte ich auf die, was ich jetzt habe, am ehesten verzichten. Die schießt zwar weit, aber du hast ja gesehen, ich brauche urviele Schüsse. Um da was tot zu kriegen, weil die einfach nicht, die ist nicht mehr stark genug, finde ich. Die, da müsste was Besseres ran. Ja, hol das schnell und schnell wieder zurück, denk dran. Mhm. Oder ich zerstöre es. Schnell alles. Da ist noch einer. Ja. Das ist die Seite, da war normal immer 3 drin. Sack. Das ist ja Feigheit von den Feinden. Ja, vor allem von Robotern. Ja. Ey, ey, ey. Ah, du hast noch 1,15. Den zu, schnell weg. Ist das Ding? Ich habe keine Munition mehr. Ich kann das sowieso nicht mehr kaputt machen. Lass mir keine Zeit mehr zu. Ne, jetzt kriege ich nicht mehr tot. Die sterben ja schnell da. Ja. Ich glaube, dass wir einfach das Schiff noch kaputt kriegen würden. Wenn wir da noch ein, zwei kaputt machen, aber das geht ja nicht mehr aus. Ich muss weg, gell? Du musst ganz dringend weg. Sekunden. Das wird es knapp, ja? Na, ein bisschen. Fuß, Füße in der Hand. Ich schicke das Drillship weg und versuche einen Bunker zu finden. Ja, geh in den Bunker da. Easy, oder? Locker. Das wird schon ein bisschen knapp, ja. Es muss aber auch auf die letzte Sekunde sein. Ne? Das geht nicht, ne? Na, es muss knapp sein, sonst ist es nicht lustig. Kuckuck. Nee, alles gut. Das sieht doch immer aus, das Ding. Ne? Das Problem ist. Jetzt kannst du... das Problem ist. Wo ist denn jetzt mein. Da muss man eben rufen, das ist ja wo es ist. Ja, ja, dann das schon, aber wo ist denn mein. Ist das andere Schiff noch da? Ja.
Das war ja da, da drüben war das ja. Da. Denke ich mal, ja. Dein Schiff ist da. Und da du schon wieder voll bist, musst du erstmal zu deinem Schiff. Ne? Ist das, noch das, ist das jetzt noch das Drillship von den anderen da gerade, oder? Ja. Ja, leck mich doch, ich sehe ja gar nichts. Nö. Keine Muni mehr. Ah, was ist denn da los jetzt? Cool. Hey, das Panzer braucht eine Muni, das ist ja nicht so cool. Die Muni ist cool, ja? Alter, ich glaube fast, dass das jetzt das eine Schiff schon weg ist, wo ich vorher gerade jetzt gefarmt habe. Das gibt's ja nicht, ich war ja in der Nähe. Da war, da ist mein Ding. Da ist das doch da oben, oder nicht? Nee? Das ist schon neues wieder. Da kommen ja die ganze Zeit die Gegner gerannt. Und das Schiff. Ja, dann kann natürlich sein, dass das schon sehr ja, gut das Schiff schießt auf mich, ja. Ja, aber eigentlich musst du doch in Richtung dein Schiff jetzt erstmal. Ja, ja, ich muss hier mal zurück. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob das noch da ist, vielleicht das Überbleibsel. Kann ja nicht. Ja, der Vulkan zerstört es nochmal, ne? Ja. Alter, war zu spät da, ne? Naja, Pech. Aber jetzt weißt du ja, wo eins ist. Ja, nice, das passt doch irgendwie. Ich habe meine Mission ist abgeschlossen. Jetzt werden wir sich wieder mit Muni aufstocken, weil mein Maschinengewehr ist auch leer. Ja, erneut. Ja, das ist ein bisschen. Ja. Aber die Munition macht doch der da oben, oder nicht? Ja, ja. Ich mache hier ja, nur. Was ich muss da eh nochmal nachschauen, mir fehlt eh noch was, ne? Mit den Stellen, die Munition ist eh überall von allem voll, das passt. Da, dem fehlt Material. Dem fehlt Material. Dem fehlt Material, dem fehlt Eisenbahn. Und genau das fehlt und das müssen wir jetzt noch craften, pass auf. Das ist nämlich genau das. Die Eisenbahn craftet nämlich die andere Station. Da. Hauptraffinerie, die. Die craftet nämlich das andere und genau die haben wir noch nicht aufgestellt. Die werden wir jetzt nämlich auch mitnehmen, stellen die darauf und werden die da oben auch wieder in Endlosschleife was produzieren lassen. Genau. Das werden wir aber so machen, wir werden die daneben da stellen, weil da ich möchte zwei da und nochmal zwei da, das heißt vier Viererpakete maximal machen können. So stellen wir die, die haben wir auf ganz zusammengestellt. So, das sind die Raffinerien. Die sollen immer schauen, dass Schwarzpulver vorhanden ist. Achso. Aha. Die sollen immer schauen, dass Schwarzpulver vorhanden ist. 20. 20 von dem. Aber das ist viel. So. So, und jetzt ist es fehlt uns das Erz. Jetzt müssen wir da langsam farmen gehen. Eisenbahn. Also ich weiß ja nie, welche Matze ich jetzt gerade habe, ne? Das sind das gleiche, da kommt das gleiche raus, ne? Aber ich weiß nie, welcher Matze ich jetzt gerade habe. Habe ich jetzt von das oder habe ich jetzt das, ja? Das ist ein bisschen schwierig. Und diese grünen, die brauchst du da auch, ne? Ja, genau, die Kristalle. So, lassen wir auch. So. Jetzt fehlt uns nämlich größtenteils mal die Erze, Schwefel. Erz, ja. Das heißt, wir uns fehlt da, wo haben wir das hier? Ja, das gelbe Erz, Schwefelerz fehlt. Ja. Hey, du befindest dich auch gerade im Nahkampf. So, jetzt haben wir das. Aber jetzt können wir die Mining Drone machen, sehe ich gerade. So.
sehr klicke gut. Auf Menütaste Hauptfertigung. Genau dafür habe ich das da unten jetzt, die da. Da möchte ich jetzt so Einzelsachen fertigen. Das ist ja viel lustiger. Ja, genau richtig. Min Modul. Mining Drone. Da bauen wir den mal. Modul that produces a mining drone. Mining drone automatically mines resources around your drill ship. On the module you can set what resources the drone should mine. The drones drone mines everything in the area when nothing selected. Gut. Das heißt, die suchen jetzt Mats für mich. Ja. Wenn so, wo stellt man das jetzt am blödsten hin? Irgendwo da rein. Da mitten rein können wir das ja gleich machen, ne? So. Ah! Mining Drone ist nur ein Slot breit, sehr schön. Weißt du noch, wie ich gesagt habe? Das ist so gemein. Weil du hast zwei breit, da zwei, 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 zwei und einer bleibt da über. Ja. Stellen wir ihn daher. Der Modul öffnet. So, auf dem Ding kann man was einstellen. So. Verfügbar. Ich muss wissen. Ja, das soll er holen. Soll, ja. Genau, das soll er holen, das, das und das. Hm. Eigentlich kann er alles holen, ist mir eigentlich wurscht. Das muss man erstmal langsam. Ja, vielleicht kannst du ja noch eine herstellen. Ja, verpisst sich jetzt irgendwo deine Drohne wirklich oder wie schaut das jetzt aus? Ja, vielleicht macht er das auch virtuell. Ne? Deppert, da geht's rund, Alter. Ja. Irgendwas haut da jetzt ab. Schon wieder. Ja, das ist so. Was, du wärst stärker und die werden auch stärker. Das ist nicht so. Ja, die kommen alle von dem Schiff da hinten daher. Ja. Wollen sie dann zum Sturm schießen? Das ist die Mining Drone. Nö, ist nicht. Oh ja, ja. Ach doch. Ach, das sind die. Das habe ich auch gesehen im Video. Das ist so runterklappt. Aha. So cool. Der holt mir jetzt Mats. Mhm. Praktisch. So, wo führt der die Mats dann hin? Wenn ich jetzt drauf drücke mit E. Achso, kann ich es nur einklappen. Haha. Wird denn dein Inventar da kommen? Ein Schiff-Inventar, ne? Ich vermute mal, ja. Das werden wir gleich wissen, weil den haben wir ja eigentlich geschickt. Er soll ja. Schwefel holen und wir haben keinen Schwefel mehr gehabt. Wenn jetzt Schwefel da ist, dann hat er was gemacht. Ja, du hast ihn natürlich auf alles gestellt, ne? Ja, das Schwefel, gesagt, Schwefel, kriegst, ne? Schwefel aber als erstes. Jetzt haben wir da vielleicht. Da, schau. Hat schon sich. Er holt gerade Schwefel, dann machen wir das mal weg. Hm. So, dann müsste ja eigentlich. Der ist noch null. Ach, gibt der das nicht weiter? Naja, das der verarbeitet es ja gleich, muss man. Wir haben ja eingeschaltet, dass es verarbeiten muss, ne? Ach ja, 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 stimmt. Ja. Ui, das ist auch schon das Gebäude. Mhm. Theoretisch, der da. Der hat 18 von 20, so weit waren wir vorher nicht. Ich glaube schon, dass das funktioniert hat, dass der das ja, gemacht das hat. Ja, das funktioniert, ja doch, das funktioniert, ja. Werden wir gleich sehen. Wir sammeln ja händisch jetzt eh nichts ein. Also schauen wir einfach mal, ob das dann mehr wird. Hm. Ja, warte, hol mal eine, wenn ich kann. Zwei Drohnen sind besser wie eine. Mein Drone has finished the work. Stepper, das war denn das jetzt? Schießen, glaub, die, mit schießen die mit Raketenwerfer, weil das so gescheppert hat jetzt? Also. Scheiße. Ich habe kein Reparaturpaket mehr, gell? Die gleich wieder mitnehmen. Ja. Dem haben wir eigentlich eh noch genug Schuss, aber wurscht.
Panzerbrechende Muni. Reicht. Maschinengewehr. 1000 Schuss. Ja, gut. Ja, ich muss auch auf. Ja, schau, was wir da mit haben. Ich glaube, wir haben zu viel mit fast, oder? Ja, du aber weißt ja. Der ja, ist auch nichts mehr zum Spiel. Nein, wir brauchen es, das eh, aber ich glaube trotzdem, ja. wir haben da viel zu viel Schussding mit. Egal. Hauptsache das wirkt. Genau dieses BUM! Ja, da, die bombardiert. Alter! Nach dem Panzer! Ah, wir haben den Panzer ausgefahren. Ah. Und dann nächstes Mal sofort, wenn die sind, nach dem Panzer gekommen. Der macht ja. Dann lang sofort. Wenn du glaubst, ich lasse dich jetzt wegkommen, nachdem du mein Modul zerstört hast. Glaubt aber nicht. Das ist das Heavy Machinery Update, lässt grüßen. Jetzt weiß ich, was die gemacht haben. Das ist nämlich wirklich hart. Ja, das macht ja nicht wenig Damage. Also da muss man wirklich... Ja, wirklich dann, wenn die loslegen, muss man wirklich schauen, dass man rauskommt. Ja. Ja, die haben ein Schiff, ja, die haben das, komplett platt gemacht. Ich glaube, die Reichweite war größer, schau. So, jetzt ist die Frage, was war denn da jetzt alles? Ja, ist die Frage, ich hab's mir gedacht vorher, weißt du, wie ich zu dir gesagt habe, was ist denn da jetzt, da schießen die mit Granaten? Ja, Panzer, ja. Den hatten wir so ein bisschen verdrängt, Mist, das. Habe ich nämlich auch vergessen, dass es die gibt. Stimmt, da fällt dir jedes Mal einer raus. Der hat bloß gewartet, dass du vor dich hin träumst. Ich glaube, das ist wirklich zu viel, wir haben zu viel mit. Wir sind schon fast voll nur mit dem, was man mit hat. Ja, aber du, da kommt ja auch was, bevor du da so richtig durch bist. Ja, ist eh klar. Bis wenn ich mal kämpfen gehe, dauert es eine Weile, ja, ist klar, aber. Ja. Man denkt ja, sie werden stärker, das ist so, ne? Ja. Da waren auch deine Schützentürme, oder ne? Der eine war, das war ein Geschützturm, ja. Ja. Das war ein Geschützturm, der jetzt nicht mehr ist. Sauerei. Was war hier? Ja, muss neu bauen. Man, entweder war es ein Kraftwerk. Das kann sein. Warte mal. Haha, er schreibt nur hin, Destroyed Modul. Toll. Kraftwerk, Schützenturm, warte, was haben wir da noch? Lager, ich glaube, das war Raffinerie 1 oder so. Ja, das kann gut sein. Wir haben ja so eine 1er Raffinerie, nicht Raffinerie, sondern 1er Baumodul gehabt, mal, warte mal. Ja. Die da, das ist noch da, die habe ich. So, was ist das da? Fertigungsmodul 1, glaube ich, fehlt. Hm. Aber das Raffinerie und das ist ein Forschungsmodul. Schauen wir mal. Das müssen wir ja irgendwie rausfinden. Das ist Forschungs 2, dann brauchen wir das 1 nicht mehr. Das ist ja Forschung 1. Raffinerie 2. Man muss immer an der Decke auch schauen, das vergesse ich immer. Frachtraum. Gibt es da irgendwo eine Zusammenfassung, was wo ist? Kraftwerk, Geschützturm. Ah, da. Eins. Schuss. Ding.
Ja, ich glaube, da hat wirklich nur, da fehlt nur der Kanonenturm und das andere dürfte auch ein Frachtraum oder so gewesen sein, aber ein kleiner Frachtraum, ein Einser. Ja, dann bau da zwei Geschütztürme hin, geht das? Sicher. Vereisen einen MP-Turm oder einen Pistolenturm. Pistolenturm hat 150 Life, der hat 200. Schrotflinte hat noch mehr, gut, ist ihm wurscht. Der braucht. Ne, da steht nicht dabei, was die machen. Energie pro Sekunde. Pistolen MPI. Ja, wir könnten den Pistolenturm wieder hinmachen, aber wir könnten theoretisch vielleicht nur die Maschinengewehrtürme machen und dann brauchen wir auch nur die eine Munition herstellen und nicht alle anderen. Ja, das denke ich auch. Aber. Da brauche ich Kristalle dafür. Aber bei dem einen stand doch aber gerade der Schießbus auf Leute, die dicht dabei sind. Das war der da. Im Nahbereich. Ach so. Ja, der macht den anderen. Ja, Schrotflinten, ja gut, der macht den anderen. Ja, ich würde den MPI-Turm auch machen, aber da brauchen wir unbedingt Kristalle. Das Problem an der Sache ist ja, dass der. Mich nervt, dass ich nicht sehe, was der macht gerade. Was macht er jetzt? Ob macht er gerade was oder macht er nichts? Nee, ich glaube, der hat bloß das eine gefunden. Oder wie geht das? Ich weiß das auch nicht. Ja, aber macht er jetzt irgendwas? Ich will ja nur, dass er irgendwas macht. Nicht, dass er aufhört, wenn ich nur eines reingebe. Der hat ein Loch gemacht und das war's, ne? Ja, aber der geht und kommt ja wieder. Theoretisch. Ich glaube, dass der theoretisch. Der Animation müsste zurückgehen auch wieder. Schau, wenn ich. Ach, ich hab mich gern, kann ich nicht. Muss ich da rein raus? Das ist ja wirklich. Ist ja wurscht. Man sieht nämlich überhaupt nicht, das finde ich blöd, man sieht nicht, was der wann wo bringt, ne? Die Zeit, die mich interessiert, ne? Muss ihn doch alle geben. Dass er holt, was er kriegen kann. Jetzt tut er, ja. Ja. Aber ich denke mal, du musst ihn alle geben, damit er alles nehmen kann. Ja, ich habe mir gedacht, der farmt weiter dann aber. Nee, wenn er da nichts mehr findet, dann hört er auf, scheinbar, ne? Da tut man alle rein, dass er alles sucht. Warte mal. Jetzt taucht er auf, oder was? Und jetzt fährt er wieder los. Pass auf, das müssten wir sehen. Null. Was war das? Ja, was sucht er jetzt? Strom ist aus. In die Kohle steht da. Kohle wird knapp. Hol Kohle in der Nähe der Dings ab. Wo steht Kohle wird knapp? Da oben. Event Energiewarnung. Ah, scheiße, ja. Es ist natürlich fies, ohne Kohle nichts los. Nee, ohne Kohle nichts vorwärts. Machen wir so. Ja, gib mir ruhig alles. Ich versuche nur gerade die Reihenfolge so hinzukriegen, dass es halbwegs passt, weil der kann ja. Ich muss einen zweiten bauen, der kann ja nicht allein das alles zusammenfarmen, das geht sich nicht aus. Sag ich ja, du musst ein Schwein. Ja, das war ja. Jetzt muss ich mal kurz was deaktivieren. Dafür braucht man einmal die Hebel, ja. Da könntest man mit die Hebel da. Die da. Aha. Mach ich einen kleinen Kupferhebel dafür. Was ist ein kleiner Kupferhebel? Müssen wir unterirdisch, geht anders nicht, weil dann kann ich da unten kann ich mal Kohle zusammensammeln und dann kann ich die
Unterirdisch kann ich Kohle sammeln, mit dem rumfahren und dann kann ich die Geräte wieder betreiben. Mein Problem ist, ich kann die jetzt nicht betreiben gerade. Ich meine, ich hätte jetzt eigentlich vorgehabt, die Modulgruppen zu deaktivieren, aber das geht auch wieder nicht. Wenn ich eine Modulgruppe abschalte, dass genug Strom da ist, damit die Drohne losfährt, wäre der losgefahren, ne? Aber das ist auch nicht gegangen jetzt, ja. Aber jetzt werden sie wirklich heftig, gell? Das wird schon alles schwer beschädigt, was die da aufführen. Ja, du musst sehen, dass du noch ein paar Türme hinstellst. Ja, schau, das war der Bohrer vorhin, schau, wie gedamaged der ist. Brauche ich nämlich langsam auch die Reparaturpakete. Jetzt nimmt das Spiel wirklich Fahrt auf, weil jetzt brauchst du dann wirklich. Die Reparaturpakete waren eigentlich bis jetzt völlig wurscht. Überhaupt nie braucht viel davon. Ja, aber jetzt geht er los. Ne? Mhm. Ja, die werden stärker, das ist so. Was du wirst stärker, dann werden die auch stärker. Das kennt man ja. Ja, klar. Gucken wir da mal schön ein bisschen rum. Ja. Da, Kohle. Und alles springt wieder an, sehr schön. Wie gesagt, ich habe ja schon gesehen, was da noch alles kommt. Da kommt ja eine ganze Menge. Ja, da sollte noch einiges nachkommen, ja. Heiß. Ich will jetzt nämlich noch gar nicht unterirdisch in die nächste Etage. Wir sammeln gleich mal oben ab hier, ist egal. Manche, ich bin da eigentlich gerade. Ja. Ich wollte gerade sagen, jetzt tauche ich mal auf, okay, jetzt spare ich es mal lieber. Ist gleich wieder soweit. Ey, jetzt sammeln wir erstmal ordentlich ein. Da gibt es genug zum Sammeln überall, aber. Achso, da kann ich nicht. Nein. Ah, jetzt habe ich mir das kaputt gemacht. Warte mal. Das muss ich jetzt leider schauen, aber da gibt es ja Schnellladen, ja. Ein Schnellspeichern. Ja. 51 ist, sind 46 vor ein paar Minuten. Nee. Was ist denn das kaputt? Haben wir schon die Spitze vor. Ein Bohrer bestimmt. Na, warte, ich lade das drauf, weil mein Problem ist, dass das jetzt wirklich. Das sind ein paar Sachen jetzt. Ballergang. Und da sind drei Module vorn kaputt. Nein, das zahlt sich nicht. So, jetzt muss ich schauen, bin ich unterirdisch? Nein, ich bin nachher oben. Ach so. Ich depp. Da vorne baut sich gerade so ein Panzer zusammen, schau. Ich glaube, das können wir nicht zulassen. Der macht Aua am Schiff. Nein, nix da, du, nix flüchten. Er ist auch, das Heil ist in der Flucht. Aha. Das ist aber ein Minenpanzer anscheinend, ja?
Da hat keine Waffe drauf. Oh, ja, hat er. Hat doch nur so ausgeschaut zuerst. Ja. Wenn du Zeit in der Sonne hast. Na, fühl nicht. Ui, das hätte ich gern mit. Soll ich da irgendwas Unnötiges? Ja. Na, das brauche ich ja. Ah! Das ist mir irgendwie, nervt mich das schon, dass wir so viel mit haben, gell? Aber noch irgendwo ein paar Typen, die man sprengen kann. Kohle! Also, du brauchst Platz, ne? Ah, da liegen überall die Module rum, ich kann genau nichts. Nee. Ja, dann geh ins Volk und lach, pass auf. Warte mal, 3 Minuten. Ich vergesse schon. 3 Minuten. Ich hab schon wieder ganz vergessen, wir haben ja, die Aufnahme ist ja auch noch, wir sind schon bei 50 Minuten, das müssen wir dann langsam wieder mal. Ja. Tschüss. Tschüss, sagen, es läuft gerade wirklich gut, ja. Ja. Holen. Der muss so ganz dringend unter der Erde. 2 Minuten 30. Ja. Ah, da steht schon wieder einer. Denn schon wieder. Jetzt werden schon sehr lästig, gell? Ja, von der anderen Seite die Runde. Vor allem sind meine Live auch, sehe ich gerade ziemlich unten. Ja. Hau ab. Ja, so, ich wollte noch selbst was schauen, kann ich nicht noch geschwind? Das Craften, den Pistolenturm, den habe ich vorher schon gemacht gehabt, aber. Ja, okay. Pistolenturm fertig. Ja. Das ist doch lange Zeit, dass du mich umkratzt. Ja, ich verstehe noch nicht, wie kriegen das weg. Oder muss ich das zuerst reparieren? Na, jetzt nicht. Du musst nur sehen, dass du wegkommst, Alter. Ja. Eine Minute halt, ne? Eine Minute hast du noch. Das habe ich bis jetzt nicht kapiert. Wie kriege ich die jetzt? Die sind jetzt kaputt da drin. Okay, ich kann mit denen nichts machen. Ich muss sie jetzt irgendwie ersetzen, rauskriegen oder was mache ich jetzt mit denen? Ja, ist egal. Du musst jetzt erstmal weg. Hm? Das ist jetzt weg. Ja, eine Minute hätten wir noch gehabt. Das ist jetzt nicht Welten, aber. Ja. Wie gesagt, nicht Welten, aber. Ein bisschen wäre schon noch gegangen. Aber besser zu früh als zu spät, ne? Ja, muss man vielleicht erst reparieren. Ja, reparieren kannst du es ja theoretisch nicht, weil es kaputt ist. Mach mal da jetzt mal. Warum muss das kaputt machen? Aber wie? Keine Ahnung. Bekreifen? Put on. Ich weiß nicht, ich steht nur Destroyed Modul. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich mit dir. Ja. Jetzt, den Pistolenturm habe ich schon mit. Was kann ich denn da reparaturtechnisch bauen? Türmodul brauche ich nicht. Fenstermodul brauche ich auch nicht. Struktur. Nö. Ersatzwand.
Die werde ich einbauen müssen. Ja, das kann sein, ja. Ich nix der Satzwand. Oder da eine. Ersatzwand muss rein. Ja. Und den kannst du neu bestücken. Aha. Hat zu sehen. Mhm, tut. Könnten theoretisch da das Kraftwerk auch weggeben. Wir haben genug Strom. Und. Und dann ja noch eine Kanone hin oder so. Jo, da brauchst du jede Menge von. Ne? Wir brauchen aber noch mehr Kanonen, aber stärkere Kanonen, die früher oder später, weil die normalen Kanonen können einen Scheißdreck irgendwie ausrichten gegen die Panzer. Das ist so, wie wenn ich mit Maschinengewehr auf den Panzer schieße. Das bringt ja auch nicht wirklich was. Ja. So, na gut, Leute. Wir sind bei 56 Minuten, wir werden das jetzt beenden. Ich werde noch ein bisschen weiter farmen mit Sigi, wenn er will. Nur ein bisschen schauen, was wir noch finden, aber großartig ändern werden wir nichts jetzt. Da seid ihr natürlich wieder dabei, aber so ein bisschen noch was zusammenfarmen schnell, das wäre schon cool jetzt irgendwie. Ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es freut mich immer, dass ihr fleißig kommentiert und dass ihr die Videos anschaut und liked und auch einen Senf dazu gibt. Dafür ist das alles da, damit jeder sagen kann, was er sich darüber denkt. Von dem Spiel habe ich bis jetzt gutes Feedback gekriegt. Es ist am Anfang natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber so im Allgemeinen, man kann recht viel machen, es ist nicht teuer und es wird noch immer supportet. Das ist eigentlich finde ich ein gutes Spiel. Und ja, in dem Sinn sage ich mal, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst ein Abo da, ein Like, ein Comment, das würde mich voll freuen. Bis dann und ciao. Ja, ich hoffe auch, das hat euch gefallen. Und wie gesagt, lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.